Hallo Römerlieb-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blattgrün. Wir sind immer noch in dem Felstunnel und immer noch auf dem Weg raus. Und das ist unser Ziel für den heutigen Part. Huch, komm mir im Dunkeln bloß nicht zu nah. Okay, mach ich nicht. Aber meine Pokémon werden dir zu nahe kommen. Und dich in Grund und Boden stampfen, sag ich jetzt mal. So, wir setzen mal Steinhagel ein. Alter. Alles klar, okay, Steinhagel böllert hart. Uiuiuiui. Das war schöner Damage. Das war sehr schöner Damage. Doppelkick. Spotlight. Was macht die Attacke denn nochmal? Zieht alle aufmerksam. Ah, okay, stimmt. Es bringt eigentlich... Warum gibt's die Attacke hier schon? Es gibt doch hier noch gar keine Doppelkämpfe, oder? Bin ich der Meinung? Oder? Weiß es nicht. Aber... Ja, in Doppelkämpfen bringt es halt, dass wir nur dann das Pokémon angreifen können, was halt Spotlight eingesetzt hat. Du besitzt Pokémon? Lass uns kämpfen! Alles klar. Weil sonst... können wir ein Pokémon auswählen in Doppelkämpfen, welches wir angreifen wollen von den Gegnern. Bei Spotlight zieht es halt komplett die Aufmerksamkeit wieder halt schon stand auf sich. Und dann gibt es auch nur die Möglichkeit, das Pokémon anzugreifen. Beziehungsweise, ich glaube, wir können anderes auswählen. Aber die Attacke wird instant auf das Pokémon, auf das Pokémon gezogen, was er als Spotlight eingesetzt hat. Bin ich der Meinung. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube schon. Gut, die Trainer hier sind ja echt nicht so krass, was die Pokémon-Attacken, was die Pokémon hier angeht, ne? So, irgendwie ein Knuffensa eben. Pipi. Jetzt Taubsi und Radfratz. Hätten als safe schon Tauboga sein können. Radikal glaube ich doch nicht. Noch ein Radfratz. Alter, komm. Du hast bestimmt auch gleich noch ein zweites Taubsi, oder? Bestimmt. Wenn du zwei Radfratz hast, hast du bestimmt noch zwei Taubsi. Alle mit Ruckzuckhieb, ey. Das bringt dir nichts. Ein Doppelkick ist einfach zu strong. Zu strong. Nee, ein Knuffensa. Okay, dann würde ich sagen, switchen wir auf Tauboga. Ein bisschen Tauboga trainieren. Bei einem Pflanze-Pokémon. Auch Level 19, ey. Sind wir... Nee, eigentlich überlevelt sind wir nicht, oder? Weil... Nee, eigentlich nicht. Glaube ich. Das ist ein harter Brocken. Ja. Das wundert mich halt. So, weil die sind nicht so schwach vom Level her. So ein bisschen... Ja. Krass. Schutz wirkt nicht mehr. Ich bin wegen der Pokémon hier hergekommen. Okay. Ihr seht, ich glaube, hier gibt es aber nicht so krass coole Pokémon. Und Mauzi. Ein Mauzi. Okay. Okay. Es dürfte aber auch. Ja, Nidoking. Alter, Nidoking ist halt so strong. Das ist so strong. Holy fuck, Modi. Und noch ein Taubsi, okay. Ich hatte mir übrigens jetzt komplett überlegt, welches Pokémon wir ins Team holen werden. Aber das dürfte, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis wir uns das Pokémon holen können. Deswegen, also es dauert noch. Boah. Unser sechstes Teammitglied wird das dann sein und das dauert noch ganz schön lange. Irgendwie. Aber egal. Mirapla, alles klar. Ein Job für Tauboga. Und ich habe jetzt auch jedem Pokémon Attacken vergeben. Ich glaube, außer später dann Turtok. Ich glaube, für Turtok bin ich noch nicht komplett, oder? Habe ich Turtok komplett? Ihr hört gerade keinen Sound? Ja, habe ich, okay. Aber das wird ein wenig anstrengend später. Denn ich würde Turtok gerne Eisstrahl beibringen. Und die Attacke kriegen wir, soweit ich das jetzt richtig gelesen habe, im Internet, da Schutz, nur in Prismania City als Preis für, oder als Tausch für ein paar, Azuria City Lavandia, ein paar Münzen. Das heißt, ich werde offscreen sehr viele Münzen erspielen müssen. Das wird anstrengend. Ich fühle mich von vielen Wandern erschöpft. Ja, das glaube ich. Wandern ist auch relativ anstrengend, würde ich jetzt mal meinen.
Ja, also Eichstrahl wird eine Geburt zu bekommen, ey. Das wird anstrengend. Heilige Mama. Aber ansonsten halt Surfer, definitiv, und Biss. Und Eisenschweif, habe ich mir noch gedacht. Muss ich nochmal nachgucken, wo wir das... Ne, das kriegen wir von einem... Von einem Assistenten von Eich. Soweit ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Aber ich bin der Meinung, ja, wir kriegen das von irgendeinem Assistenten von Eich. Halt, wenn wir den Pokédex halt, wenn wir genug Pokémon gefangen haben und so. Das heißt, wir müssen uns da nochmal ein bisschen ranhalten. In jedem Gebiet alle Pokémon zu fangen. Nicht alle Pokémon, aber ein paar Pokémon zu fangen. Hallo Wanderer. Ja, okay, was ist denn mit dir los? Alter, der ist sehr enthusiastisch, würde ich meinen. Huiuiui. Ein Kleinstein. Das ist süß. Level 21. Komm, Doppelkick reicht jetzt aber mittlerweile mal aus, oder? Ja. Schön. Was? 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 Ach komm! Als ob! Also, ach Mann. Als ob das jetzt nicht ausgereicht hat. Okay, nächstes Mal setze ich Schaufler ein. Schaufler ist stärker. Mann. So, Onix. Okay, gegen Onix setzen wir sowieso Schaufler ein. Weil Doppelkick da definitiv nicht genug Damage macht. Ach Gottchen, ey. Das Doppelkick ist einfach nicht besiegt hat, ey. Das wundert mich gerade. Das ist echt unlucky. Boah, der Damage, ey. Der Damage. Schön. 400 Erfahrungspunkte. Nidoking bald Level 29. Da fehlt noch ein Level. Hatschi! Achso. Ah. Okay. Das war also gerade dein Grund für dein Lachen, sag ich mal. Oh, noch ein Wanderer. Oh, die Bergluft ist so wunderbar erfrischend. Ja, das stimmt. Das stimmt. Onix. Alles klar. Schaufler. Level 19? Der andere hat den Level 21, Onix. Weißt du, der Trainer hier kommt später und hat einfach ein niedriges Level. Was? Okay. Härtner. Ja, ich glaube, das dürfte einfach trotzdem nicht viel ausmachen. Schaufler dürfte nicht one. Oh, was? Oh, okay. Das hätte ich nicht gedacht. Obwohl Onix hat eine sehr, sehr große, sehr, sehr krasse Verteidigung. Nee, gar nicht. Oder? Hat Onix die krasse Verteidigung? Ich weiß, dass Stalos eine Todesverteidigung hat. Alter, die ist halt einfach übel. Bei Onix bin ich mir aber nicht sicher. Da bin ich mir echt nicht sicher. Girock. Okay, Onix. Nidoking. Das schaffst du auch noch. Bald bist du Level 30, Nidoking. Bald. Schön. Schön. Lebensula. Leute, das Thema hatten wir schon genug. Lebensula auf dem Boden-Pokémon. Dagegi. Einfach, nee. Gut, ich meine, er hätte uns eh kein Damage machen können, aber das wusste er vorher nicht. Ne? Ich kann wieder klar denken. Yeah. Jetzt wegen der Bergluft oder wegen unserem Kampf? Hey. Okay. Wieso hat er eben mich gesehen? Okay. Hey, du. Möchtest du meine Pokémon sehen? Eigentlich nicht. Aber wenn du es unbedingt möchtest, dann ist das okay. Glaube ich. Ein Tragosso. Tragosso ist nur Boden, ne? Das heißt, wir können ein wenig Hornattacke einsetzen. Bam. Ja, es ist okay, Damage. Ah, Knochen. Ah. Okay. Ich dachte, Knochenkeule ist diese Attacke, die man die öfter Knochen wirft. Fleckmon. Okay, gegen Fleckmon werden wir... Ach komm, ein bisschen Smetbo. Obwohl, das ist gerade... Oh, warte mal. Ist es dumm? Ist es dumm? Ich glaube, das ist dumm. Weil Konfusion macht ja jetzt kein Damage an Fleckmon, oder? Fleckmon war doch schon jetzt Psycho schon. Das ist unlucky. Das war... Keine gute Überlegung. Das Smetbo hat halt noch nicht so geile Attacken, ne? Es dauert halt noch ein bisschen, bis Smetbo wirklich gute Attacken bekommt. Ach, Mensch. Der Kampf würde sich in die Länge ziehen, Leute. Gut, dass wir Giftpuder haben. Giftpuder ist doch schon ganz geil eigentlich, ne? Für den Anfang zumindest. Konfusion. Ja, er ist Psycho, okay. Ich setze doch keine Konfusion ein, um es zu testen. Er dürfte echt Psycho sein. Aber gleich haben wir Fleckmon besiegt.
Das Matt Bull wird sein krasses Training noch in der Gift-Arena bekommen. Da kommt nochmal richtig viel Smetbo-Action. Oh, na, was? Oh, komm. Nein, meine Pokémon. Noch dieses Level-Up hätte man uns gönnen können. Schutz wirkt nicht mehr. Ja, ist okay. Oh, hallo. Sylph-Scope. Macht das Unsichtbare sichtbar. Sylph-Scope. Sylph-Co. Auf ins Pokémon-Center. Hallo. Ich sah, wie die Mutter eines jungen Dragosso vergeblich versuchte, dem Team Rocket zu entkommen. Oh. Oh, ist nicht gut. Dragosso tragen Schädelmasken. Man zahlt für sie eine Menge Geld. Deswegen ist Team Rocket hier. Aus Team Rocket wurde für Gold, er würde für Gold alles tun. Ja, ich merke das schon. Das ist echt nicht so gut. Mann. Gut, was machen wir? Was machen wir? Wir können erstmal Voltoball ablegen. Würde ich sagen. Bei Blitz brauchen wir demnächst erstmal nicht mehr, schätze ich. Eigentlich, nee. Bin der Meinung, brauchen wir nicht mehr. Also, jo. Haben wir wieder einen Slot frei, Leute. Hallo. Geister spuken im Pokémon-Turm. Ich glaube, das sind die Geister jener Pokémon, die das Team Rocket auf dem Gewissen hat. Oh. Da waren die ja, Pokémon-Haus. Die Stadt ist als Ruhestätte für Pokémon bekannt. Im Pokémon-Turm werden Andachten gehalten. Okay, dann besuchen wir das gleich mal. Mr. Fuji ist noch nicht zu Hause. Wohin mag er nur gegangen sein? Ich weiß es nicht. Das hier ist Mr. Fujis Haus. Er ist sehr fürsorglich. Er kümmert sich um ausgesetzte und verwaiste Pokémon. Ah, netter Boy. Sie sind so putzig. Pokémon sind wunderbare Schmusetiere. Ja, so ein eigenes Pokémon als Kuscheltier haben. Das wäre schön. Ach. Mann, wie cool das wäre, Pokémon im echten Leben zu haben. Hallo. Ich hasse dieses furchtbare Team Rocket. Die arme Mutter ist Dragosso. Sie konnte dem Team Rocket nicht entkommen. Oh, das klingt so traurig alles. Hallo. Hallo, ich bin der offizielle Namenbewerter. Bewerter, soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Nö. Okay, hier wissen wir jedenfalls, wann wir einem Pokémon einen Spitznamen geben können. Das ist schon mal gut zu wissen, aber ich würde ja den Attacken verlernen oder so sehen wollen. Ich suche nach Items, die Fähigkeiten meiner Pokémon während eines Kampfes verbessern. Zum Beispiel X, nein. Weißt du, nein. Nein, nein, das, nein. Einfach nein. Kennst du den Beleber? Damit kannst du bereits besiegten Pokémon wieder Kraft geben. Oh. Manchmal fordert sich ein Trainer-Duo mit zwei Pokémon zum Kampf heraus. In diesem Fall musst du auch zwei Pokémon in den Kampf schicken. Das gibt's doch schon in Blattgrün? Okay. So, kaufen wir mal ein paar. Wie viele Superbälle haben wir denn? Superbälle will ich eigentlich auch gar keine. Supertränke haben wir noch genug. Beleber können wir uns auch nochmal. Komm, kaufen wir mal 4 Beleber. Da haben wir 5 Beleber erstmal. Das dürfte erstmal ausreichen. Und Superschutz. Oh ja. Kaufen wir mal 10 Superschutz. Ach ja. Endlich Superschutz. Ich freue mich auf Topschutz, ey. Topschutz hatte ich immer so viel. Gut. Oh, hallo. Glaubst du an Geister? Ja. Echt? Hätte ich nicht gedacht. Glaubst du? Nö. Aha, natürlich nicht. Und diese weiße Hand da auf deiner Schulter ist natürlich auch nicht echt. Was? Wow. Mögen die Seelen der Pokémon im Pokémon-Turm in Frieden ruhen. Ja. Darf ich hier? Ich darf hier nicht sprinten. Oh Mann. Hallo. Ey, hallo. Ich bete für Pipi. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Bist du hier, um dein Mitgefühl auszudrücken? Sei gesegnet. Ja. Genau deswegen bin ich hier. Pocano, warum hast du mich verlassen? Oh, das Pokémon echt sterben können, ey. Ich bin eine Exorzistin. Die Geister hier stiften Unruhe. Okay. Pokémon-Turm wurde in Andenken an verblichene Pokémon errichtet. Kann ich immer noch nicht sprinten, Manu. Okay, wo müssen wir lang? Müssen wir hier? Nein, hier müssen wir nicht lang, okay. Oh. Oh, Gary. Ich meine... Question mark. Hallo. Na hallo Lucia, was machst du hier? Deine Pokémon sehen ganz fit aus. Naja, nach dem Kampf wird es anders aussehen. Nein. Dann musst du erstmal ins Pokémon Center. Tauboga. Gut, dass wir Nidoking am Anfang haben. Kann sein, dass er immer Tauboga am Anfang einsetzt? Steinhagel. Was? Oh. Als ob. Komm schon.
Alter, Nidoking ist halt einfach so strong, ne? Ist halt einfach göttlich. Ich meine, es ist effektiv, klar. Und es waren vier Level höher, aber komm schon. Das war echt heftig. Das ist echt heftiger Damage. Komm, Shilock. Du bist dran gegen Kadabra. Dein Biss ist sehr effektiv. Oh, Shilock ist einfach 10 Level höher, Alter. Holy. Alles klar. Schreckt sogar zurück. Was? Ah, das Kadabra ist Level 20. Und sein Tauboga war schon Level 25. Alles klar, du scheinst dich echt nicht so gut um dein Kadabra zu kümmern. Gegen Bisaknosp haben wir die richtige Antwort. Tauboga. Das machst du doch mit links, oder? Wir haben sogar nur 4 Pokémon, er hat schon 5. Also wir haben auch 5 so gesehen mit Porenta, aber das zählt nicht. Oh, gut, dass Schlafpuder daneben ging, alter Vater. Okay, komm, Flügelschlag, dürfte den Rest geben. Ja, nice, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ah, fast ein Level ab. Garados? Okay. Okay. Alles klar. Nidoking. Ein Job für deinen Steinhagel. Bei Garados ist ja auch Flug und wir haben sonst bisher leider noch nichts gegen Wasser- oder Flug-Pokémon. Das ist also das Problem noch. Ich könnte natürlich Nidokings Schockwelle beibringen, aber... Nee. Machen wir mal nicht. Alter. Huch, da hat doch schon ganz gut Damage gemacht. Aber Steinhagel. Steinhagel regelt einfach. Yeah, Mann. Schön. Schön, 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 schön. Sehr geil. Nidoking Level 30. So, wer kommt jetzt? Fukano. Shilock oder... Komm, ich trainiere ein bisschen Tauboga. Wir müssen Smetball irgendwie mal wieder trainieren, ey. Mann. Smetball ist halt noch immer Level 25. Das ist halt echt unlucky. Aber gegen Fukano kann ich halt Smetball nicht in Kampf schicken, ne? Das wäre halt echt... Nee. So, wir machen Aeroas, komm. Außerdem gibt das jetzt das Level up. Alter Vater. Schöner Crit, Tauboga. Das war richtig schön. Das Level up für Tauboga. Level 28. Geil. Was? Du bist ein Hartenuss. Ja, ich bin wohl etwas zu locker angegangen. Ja, scheint so. Wie macht sich dein Pokédex-Nervensäge? Ich habe kürzlich ein Dragosso gefangen. Allerdings habe ich noch keinen Knogger. Ich glaube, von diesen Pokémon gibt es nur noch wenige. Also, ich habe mir viel zu tun. Ich muss weiter. Dann bis später. Alles klar. Hau rein. Wir erklimmen weiter den Pokémon-Turm. Aber wir können jetzt erstmal wechseln. Ich werde jetzt mal Smetbo austauschen. Weil Smetbo, selbst wir können die einwilligen Geister nicht identifizieren und benötigt das C-Scope, um sie zu erkennen. Oh. Okay. Also, ich bin der Meinung, hier werden viele Nebulak und so eingesetzt. Das ist Smetbo eigentlich ganz gut. Verschwinde, verschwinde, böser Geist. Ich bin kein Geist. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ich bin doch keine Maschine. Oh Gott, wie alt ist das Lied jetzt mittlerweile? Nebulak. Konfusion. Ich weiß gar nicht, ob Psycho auf Geist effektiv ist. Sehen wir gleich. Scheint so. Ja, ja, scheint so. Ja, doch. Alter, der Damage, ey. Holy moly. Alles klar. Bei Burga. Ah, der Geist ist verschwunden. Ja, der Nebulak wurde besiegt. Er ist nicht verschwunden. Hallo. Alles klar. Ich glaube, das Zeug, was die hat, will ich auch rauchen. Das ist, ja, doch. Alter. Konfusion. Da schaffst du es mit, boah. Alter. Schöner Damage, ey. Ist halt vierfacher Damage, ne, durch doppelte Effektivität. Wenn das halt, ne, ich weiß nicht genau. Hm? Was mache ich hier? Alter, gib mir was von deinem Zeug ab, bitte. Ich war besessen. Okay, ja, jetzt will ich erst recht dein Zeug. Okay, da oben ist noch die Trainerin, die möchte ich auch noch besiegen. Ist aus, sie kommen auf dieser Ebene noch keine Pokémon, aber irgendwo kommen Pokémon. Oh, ein Item. Fluchtseil, wow. Wir haben Schaufler, Mann. Uhuhu. Alter, die teilen sich das Zeug alle. Ich tritt euer Club bei, ey. Holy, Trudlinde. Okay. Alles klar. Das Nebulak ist sogar noch schwächer als das eben da unten. Smetbo, das ist schönes Training für dich hier.
Heiliger. Das ist ein sehr schönes Training. Buh, ich wäre wohl ausgelöst. Ich wurde erlöst, okay. Alles klar, ey. Leute, wo kann ich beitreten? Ich will das Zeug auch, bitte. Oh, es kommt doch Pokémon, okay. Ach, die sind ja noch alle. Ach ja. Sind es. Also sind noch alle Geister, ne? Ach ja. Da war ja was. Ich verfluche dich. Alter, was ist mit denen falsch? Nebulak. Level 23, das ist auch schwächer als das eine. Leute. Komm, trainiert das mal noch zwei Level, dann wird's ein Alpollo. Ist doch schön. Ist doch schön. Smetbo dürfte jetzt nach dem Nebulak, was jetzt kommt, dürfte Smetbo schon mal Level 27 haben. Oh, der Part ist vorbei, merke ich gerade. Lol. Alles klar, machen wir noch schnell das Nebulak fertig. Ja, sogar sehr schnell. Und Smetbo erreicht Level 27. Oh yeah. Alles klar, bitte. Tut mir leid. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Du wurdest kuriert von deinem Zeug. Egal. Gut, Leute. Das war's erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.